Juhu! Juhu! Ups! Steffi, sei bitte vorsichtig. Ich bereite gerade das Essen zu. Oh, okay. Ich gehe ja schon. Hey, Taffy, willst du mit mir spielen? Wuff. Wo ist denn das Gemüse? Hier etwa? Oh, ich habe Ken gesagt, er soll Gemüse kaufen. Halt dich fest. Los. Steffi, ich muss kurz zum Supermarkt Gemüse holen. Bitte pass auf, ich bin gleich wieder da. Okay. Weiter spielen, na los. Oh, du hast Hunger? Ich geb dir was. Mal gucken, was wir haben. Was essen denn Hunde gerne? Ich glaube, er mag Eis. Oh, dafür brauche ich einen Stuhl. Hier habe ich dein Eis. Ich wusste, dass dir Eis gefällt. Schön brav weiter essen. Ich bin wieder zu Hause, Steffi. Mama ist wieder da. Weg mit dir. Wieso ist denn der Kühlschrank offen? Und da steht sogar ein Stuhl. Steffi, was hast du gemacht? Ich habe nur etwas Milch getrunken. Okay. Taffy, was ist denn los mit dir? Fühlst du dich nicht gut? Steffi, weißt du, was mit Taffy los ist? Nee, Mama. Oh, Schreck. Ich glaube, ich rufe lieber Dr. Auer an. Dr. Auer, wir brauchen Hilfe. Taffy geht's nicht gut. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Können wir vorbeikommen? Oh. Okay, wir machen uns auf den Weg. Tschüss. Steffi, nimm bitte meine Tasche. Okay, Mama. Dr. McStuffins, Barbie ist schon auf dem Weg mit Taffy. Ihm geht's nicht gut. Okay, wir haben gerade Zeit für Sie. Hallo, Dr. Auer, wir sind so schnell gekommen, wie es nur ging. Hallo, Barbie, komm schnell rein, nimm Platz. Ich war kurz weg und danach ging es ihm auf einmal schlecht. Oh, wir sind jetzt beim Arzt. Keine Sorge, wir finden die Ursache schon raus. Jetzt höre ich ihn erstmal ab. Das hört sich etwas merkwürdig an. Habt ihr ihm denn irgendetwas anderes zu essen gegeben? Nein, Taffy bekommt immer das gleiche Hundefutter. Es tut mir leid. Ich habe Taffy etwas Eis gegeben. Es tut mir leid, Mama. Eiscreme? Das ist gar nicht gut für Hunde. Aber hör auf zu weinen. Mach dir keine Sorge. Taffy wird wieder gesund. Oh, Steffi, bitte mach das nie wieder. Und lüg mich nicht nochmal an. Okay, Mama, es tut mir leid. Wir können eine Tinktur zubereiten, damit sich der Magen beruhigt. Das ist eine super Idee, Dr. McStuffins. Wir haben hier den Tisch, hier ein Schälchen. Und jetzt bereiten wir ihm eine Tinktur zu. Und jetzt noch etwas hiervon. Oh, Taffy, es tut mir leid. Ich hab dich lieb. Ich hab das nicht extra gemacht. So, Taffy, gleich geht's dir wieder viel besser. Uff,
dir geht's ja so schnell wieder besser. Juhu, oh Taffy, ich hab dich so lieb. Super, aber da wir schon mal hier sind, in den letzten Tagen hat sich Taffy sehr viel gekratzt. Oh, dann ist es besser, dass wir ihn jetzt schon mal waschen und desinfizieren. Dr. McStuffins, können Sie einmal ein Bad einlassen? Ja, ich bring das Becken. Hier ist das Becken. Zuerst brauchen wir etwas Platz. Na los, rein mit dir, Taffy. Wuff, 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 wuff. Taffy, hier komm ich. Ich helfe dir, die sauber zu machen. Und jetzt brauchen wir noch einige Tropfen hiervon, damit die Flöhe auch weggehen. Und jetzt gebe ich euch noch Leckerlis mit. Die gebt ihr ihm die ganze Woche. Das reicht. Oh, danke, Dr. Auer, für die Hilfe heute. Gerne doch. Und Steffi, nicht vergessen, Taffy kriegt nur Hundefutter. Ja, ich weiß. Versprochen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Oh, hallo, willkommen in meiner Klinik. Dr. McStuffin. Hallo, Dr. Auer. Haben wir noch Patienten? Wer ist als nächstes dran? Ja, Barbie. Hallo, Barbie. Hallo, Dr. Auer, ich habe ein Problem. Ein Problem? Na los, setz dich hin. Nein, nein, hör mir zu, Dr. Auer, hör mir zu. Ruhig, setz dich einfach hin. Na los. Was ist denn los mit dir? Deine Augen vielleicht oder vielleicht deine Ohren? Mach mal deinen Mund auf. Nein, nein, ich habe kein Problem. Das Problem ist mit Emily. Mit Emily? Oh, oh. Das tut mir leid. Emily, komm rein. Oh, oh. Was ist denn mit deinem Gesicht los? Oh, wo kommen denn so viele rote Punkte her? Dr. Auer, heute Morgen, als Emily aufgewacht ist, hatte sie schon überall rote Punkte. Oh, oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, sogar deine Arme. Oh nein, sogar dein Arm. Oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Was mag das wohl sein? Ich weiß nicht, Barbie. Ich muss Emily untersuchen. Zuerst schauen wir, ob sie Fieber hat. Scheint nicht, aber dafür brauchen wir unseren Thermometer. Jetzt müssen wir 3-4 Minuten abwarten. Okay, das reicht jetzt. Lass mal sehen. 37,5. Nicht wirklich Fieber. Das ist mein Stethoskop. Das brauche ich, um die Lungen und das Herz abzuhören. Emily, atme tief ein. Okay, da ist alles gut. Hier hört sich alles gut an. Oh, hör auf zu weinen. Jetzt schaue ich mal deine Augen an. Keine Angst, komm her. Keine Angst, Emily. Du brauchst keine Angst zu haben. Schau mal, das ist grün. Genauso wie dein T-Shirt. Hier alles in Ordnung. Hier auch alles okay. Jetzt sind die Ohren dran. Oh, das ist etwas rot. Und die Seite ist nicht sauber.
Barbie. Das ist dein Job. Ups, Entschuldigung, hab ich vergessen. Jetzt brauche ich erstmal ein Wattestäbchen. Und dann machen wir dein Ohr sauber. Ih, Barbie, schau mal. Oh nein, igitt! Das kommt in den Müll. Und nicht vergessen, die Ohren müssen wir jeden Tag putzen. Okay. Und jetzt schaue ich in deinen Mund. Oh, Emily, welche Farbe möchtest du? Emily möchte pink. Hier haben wir pink. Und jetzt sag ah. Da ist alles in Ordnung. Komisch. Dr. Auer, was ist denn nun mit Emily? Seltsam. Barbie, was hat Emily denn heute gegessen? Heute hat sie nur Haferbrei gegessen, wie jeden Tag. Seltsam. Ah, und was ist mit gestern Abend? Hühnersuppe und abends hat sie noch Mandarinen gegessen. Mandarinen abends? Ja, wieso? Oh, Barbie, kein Wunder. Emily hat eine Allergie. Sie ist noch ganz klein. Sie darf vielleicht Äpfel essen oder Bananen, aber keine Zitrusfrüchte. Oh, nicht weinen, Emily. Ich habe einen speziellen Sirup und noch eine Creme, die wird dir dagegen helfen. Hier habe ich den Sirup, aber der hat Erdbeergeschmack. Mund auf. Prima gemacht, Emily. War gar nicht schlimm. Und das ist die Creme. Vielleicht geht sie schon viel besser. Okay, fertig. Ich glaube, in 1-2 Tagen geht's Emily wieder super. Oh, prima. Danke, Dr. Auer. Emily, na los, lass uns nach Hause gehen. Halt, Barbie, Barbie. Emilys Jacke. Ups, danke. Und nicht vergessen, für Emily keine Zitrusfrüchte. Ja, vergesse ich nicht. Danke. Tschüss. Dr. McStuffin, wer ist als nächstes dran? Das war unser letzter Patient für heute. Oh super, dann kann ich nach Hause gehen. Tschüss.